Ich habe gerade gemerkt, dass der Omikron ist ja kein Sauerstoff, war ich gerade schön rausgegangen. Apropos, bitte einsteigen, Mr. Maloversi. Ich warte hier auf Sie. Bin so. Drin. Mr. Mescher, Sie nehmen Ihr Fluggerät, Ihr eigenes, ne? Wo fliegen wir jetzt hin? Mond. Wir brauchen Neodymium. Ah, cool. Let's get ready! Gibt's ja auch im Asteroidenfeld. Ach so? Mhm. Was? Neodymium? Mhm. Das ist aber neu. Ja, seltener, aber wie dieses, Satium. Also meistens so, ich glaube, wenn es 4 Satium gibt, gibt es ein Neodymium oder so. Aber es kommt auch drauf an, wie das Server eingestellt wurde mittlerweile. Standard eigentlich. Ja, aber wie die das hinterlegt haben, weißt du, dass die Standard-Server so aufgebaut sind, das weiß ich. Ach so. Aber die haben das. Fly with an Eagle. To the moon. Fly with an Eagle. To the moon. Wie schnell eigentlich mit der Gravitation, weil die gibt's ja irgendwie nicht mehr bei der Planete. Die gab's ja früher, also vor einer ganzen Weile mal. Da kann man sich ja da vom Planeten anziehen lassen. Boah, das ist aber schon, das war am Anfang. Ja, ich find's ein bisschen schade, dass es jetzt draußen ist. Das war ja aber auch das Problem, dass es dann, da gab's doch auch noch den Kollisionsschaden. Es gab mal Kollisionsschaden, echt? Es gab mal ziemlich am Anfang so. Boah, gut, dann kann es sein, dass wir das nie, dass wir aufgepasst haben, dass wir nicht kollidieren, Boah. Dass es daher kommt. Irgendwie gab's dann Probleme und kann sein, dass sie deswegen das rausgenommen haben. Ja, aber halt wieder schön. Vorerst mal. Bitte? Vorerst mal, das wird ja bestimmt wieder irgendwann kommen. Warum haben wir jetzt ein Ausrufezeichen dran? Gut, es ist ein Weiß, wahrscheinlich heißt es, wir sollen nicht rausgehen, was man ja, Scheiße! Mescher, wir können da zurückfliegen. Warum? Oder hast du das Eva-Ding drin, dass man das verkühle auf dem Mond? Ich weiß gar nicht, ob der Mond so kalt ist. Aber der hat keine Atmosphäre, also. Sei mal gleich. Muss man mal gucken, ja. Ja, du bist auf dem Mond, ne? Was wird denn dir angezeigt als niedrige Temperatur? Bin noch nicht dran. Ach ja? Sag das gleich. Ah, ich bleib mal stehen hier. Und das, kann das schießen? Oh ja, das sieht nicht lustig aus. Wie viel Neodymium brauchen wir da? Bisschen was zumindest. Das schießt auf jeden Fall. Das ist alle überall Basen, was ist denn hier los? minus 60 bin ich jetzt, aber es geht drastisch runter. Ja, dann müssen wir zurückfliegen. Dann müssen wir das Eva-Ding einbauen. Shit. Gerade eingefallen, da fehlt ja was. Oh, deswegen mal ein bisschen angucken, wie das jetzt aussieht. Was noch fehlt, ist im Cockpit, dass der Joystick sich mitbewegt. Was geht? Also ich bin jetzt bei minus 9, minus 7 Grad, minus 4, minus 2, minus 1. Warte mal, man sieht doch, wie viel man aushält irgendwo, oder? Okay. 8 Grad, 9 Grad. Du musst halt nur gucken, dass du in der Sonne bleibst. Ja, aber die Sonne geht irgendwann weg, wenn man Material abbaut. Also minus 25 bis plus 60 Grad hält man momentan aus mit den Anzügen. Ja, minus 24, ja, aber es wird auf jeden Fall kälter werden, weil wenn da nicht die Sonne kommt, dann sind wir am Arsch. Die Sonne kommt, klar, logisch. Wenn die Sonne weg ist, dann sind wir am Arsch. Wo müssen wir hin? Hallo, Basis. Basis? Da hinten. Oh Gott. Achso, da unten, ja, nee, da passt, ja. Fliegen wir da lang, ist kürzer. Da unten ist er doch schon. Nee, das ist er nicht. Deswegen hatte ich so ein CV mir gebaut, aus ganz wenigen Blöcken nur. Ja. Mit Krallen unten dran quasi. Und dann habe ich meinen Drill, konnte ich dann mit überall rumfahren. Oder hinfliegen. Cool. Ja, da kannst du ja mal geschwind auf den Mond fliegen mit dem Ding, weißt du, und dann abbauen. Ah, das ist schön praktisch, das ist toll. Ich glaube, so 2 Blöcke breit und 8 Blöcke lang, mehr nicht. Okay. Weiß ich, wo habe ich wieder so eine kleine Nau Victoria zu bauen, die man früher mal hatte? Das ist ein Hardcore-SV, also für mehrere Personen zum Transport gedacht, zum kannst Sachen produzieren, herstellen, Kühlräume, Lagerfläche, also ist irgendwie pervers. Ich habe auch so eins in der Blueprint drin, das braucht 400 Eisen oder so. Ja, so ungefähr, das ist pervers schwer vor allem. Im Cockpit 2 normale Passagiersitze, also die offenen.
Frage kurz, wie ist das eigentlich mit diesem, ach, Custom Selbstbedienung 1 aus, wie mache ich denn das jetzt, muss ich da irgendwie eine Taste drücken, selbstdefiniert 1, wie ach, ist das? Das ist ja jetzt folgendermaßen, du hast ja, du musst da einfach nur jetzt was reinschreiben, ja, wie das heißen soll. Düse zum Beispiel, genau. Ja, genau, oder Antrieb habe ich es bei mir genannt immer. Ja. Und dann kannst du ja, wenn du auf das Geräte gehst, ja, auswählen, genau. Düse nimmst, dann steht da irgendwo jetzt das Feld oben. Schnelltaste ins Antrieb, genau. Schnelltaste Antrieb, genau. Und dann ist alles, was du quasi mit dem Antrieb jetzt verknüpfst, geht aus. Kannst du ein- und ausschalten. Genau. Und wenn ich jetzt da 0 eintippe, dann geht aber, wird bereits verwendet. Was muss ich denn dann nehmen? Wie 0? Ja, taschentechnisch. Y geht nicht, X geht, glaube ich. Ja, X geht. Das heißt, ich kann zum Beispiel X, wenn ich drin hock, das Triebwerk ein- und ausschalten. Nee, was nicht funktioniert. Okay. Ich muss ja dann schnell Zugriff auswählen, ne? Ich muss selber erst mal gucken, weil das kam erst recht spät. Vor allem Signal, was für ein Signal? Weil das war das, wo sie so lange noch dran rumgebastelt hatten. Gell? Ja, machen wir es bestimmt aus. Das ist mir jetzt gerade so umständlich. Triebwerke. Ja, Antrieb ist aus. Achso, warte, ist aus. Ah, warte. Selbst definiert, wie kann ich eine Schnelltaste dahinter legen? So, wenn ich auf Geräte gehe, Triebwerk. Keine Ahnung, bin zu doof. So, raus, hier, zack. Ja, schau, wir kommen gleich. Ja. Sekunde noch. Ja, ich komme jetzt her. Das schaue ich mal im Offscreen jetzt nach. Warum ist jetzt das Chatback aus zum Teufel? Was machst du, Junge? Ach, du meinst, dass wie beim T-Drücken das Licht an- und ausgeht? So was zum Beispiel. Ich glaube, das geht so nicht. Heat Code plus 5. So viel weißt du, das ist nur so gemacht, dass du hier in dem Hauptbereich, in dem P-Fenster, also wenn du P drückst, in dem Fenster, dass du es dann einfach mit einem Klick ausmachen kannst. Also in einem, so. CV, in einem CV kannst du einen Schalter dann hinbauen quasi und den dann damit verknüpfen. So, ah, oder im P-Menü dann X drücken und dann gehen Triebe an und aus. So einen Hebel gebaut und dann legst du ihn um und dann gehen die Antriebe komplett alle aus. Aber das haben sie irgendwie wieder rausgenommen bei den Kleinen. Das war mal drin kurz, aber dann haben sie da raus. Ach, du bist gerade auf P drin. Okay. Ja, ich gehe mal wieder raus, wenn du was machst. Ja, wie schnell ist es? Wenn ich jetzt das Triebwerk gehe und X drücke. Ja, das ist halt das, was ich ganz verstehe. Hauptbereich, also Antrieb aus. Weil bei Optionen Steuerung ist immer noch Lichter nur mit T. Dann gibt es den Hauptschalter mit Y und sonst gibt es keinen weiteren okay bisher. Du hast dich jetzt ausgerüstet mit Eva? Ich? Nee, wo? Achso, du kennst dich hier gar nicht aus, was wir gerade haben. Okay, Sekunde. Such den scheiß Kerl, wo ist denn der? Ach, hier irgendwo. Bitte. Wo bist du, Maloversi? Hinter dir. Nee, jetzt bist du im Wasser. Jetzt nimmer. Müssen wir mal gucken, da müsste irgendwo noch was drin sein. Oder hier in den Boxen. Ja, hier ist noch ein Eva-Boost drin. Aber da könntest du ja im Grunde eigentlich... Eva-Boost, okay. Genau. Den weiß ja, legst du rein, rüstest du aus und haben ja minus 190 Grad Schutz. Ja, bis minus 214 aktuell. Aber die Rüstung geht halt pervers runter. Und das ist das etwas düfe. So, fertig, ab, jetzt go. Nochmal kurz Sauerstoff auffüllen. Da muss ich noch ein Schild hinmachen, dass da dran steht, Praxis Dr. Frau Angela Ziegler. Komm her. Schi.
Schneller, Mensch, Kind, du sollst nicht den normalen Weg laufen, wir sind's eilig. Mr. Mescher wartet nicht gerne. Wissen Sie, was passiert, wenn der ausrastet? Das tut fei weh. Ich wollte gerade sagen, das macht Aua. Jetzt hab, sind sie schon drin. Jetzt aber. Ja. Oh, das soll aber gerade. Wenn das so macht, gibt's hier bald nichts mehr, also. Ja, genau deswegen, der Mund ist bald weg. Ich würde ihn wenigstens einmal noch sehen in meinem Leben gern. Alles für sich hier, hä? Nee, er ist kein vereinnehmendes Wesen, er ist schon ein zerstörerisches Wesen. Alles, was ihm ins Leder wieder Leder gehen könnte, also ein Stein zum Beispiel, wenn er drüber schabbeln, wird eliminiert. Und was haben wir denn da vorne? Ach, ja, nix mehr. Also, falls man irgendwann richtige, brutale Sprengkörper eingeführt werden, irgendwie so atomare oder so, dann weiß ich definitiv schon, wer Planete zerstören wird. Oh ja. Yeah. Ist er hier Admin auf dem Server? Ich, meine ja. Oh oh. Er nicht, ich ja. Ach so, gut. Weil es gibt ja die Sprengblöcke. Die könnt ihr ja als Admin dann einführen. Was? Sprengblöcke? Mhm. Muss ich im Kreativmodus mal dir angucken, schwitzig. Mir ist aber aufgefallen, es gibt ja Teleporter. Teleporter funktionieren ja, die gibt's zumindest in der Handelsstation. Ja, genau, die gibt's aber auch nur für die, für solche Sachen. Die okay. Gibt's nicht für die Spieler. Ja, das finde ich schade. Ja, das haben sie deswegen gemacht, weil wenn du auf dem PvP-Server bist und haben dann 30 Leute so einen Teleporter, das gibt echt mal. Okay, aber das heißt, wir können uns die im Grunde über einen Befehl rausholen, oder? Du als Admin kannst, wenn du hier im Debug-Fenster diesen Befehl eingibst, also du kannst ja mit einer Taste dann aufmachen. Ja. Dann kannst du Item-Menü eingeben und dann hast du, wenn du H drückst, automatisch dieses Fenster, wo alles drin ist. Also der ist dann sortiert. Und da kannst du dir dann ja rausholen. Okay, weil das würde ich zumindest in der Hinsicht machen, dass gerade wenn wir auf mehrere Planeten sind, nicht andauernd hin und her reisen, sind mit Warp-Antrieb. Das finde ich jetzt halt ein bisschen, ja, lästig. Ja, aber gut, das ist Interessante an dem Spiel. Ja. Ich weiß aber nicht, ob das so funktioniert, ob das so weit geht. Aber es müsste, also zumindest das Stargate, das würde funktionieren mit dem Gate. Welche Tasche war das, die? Ja, irgendwie hakelt das gerade bei mir. Ich weiß aber nicht, was los ist, um ehrlich zu sein. Habe irgendwie gerade permanent so Micro-Lags. Muss man die halt noch einstellen, dass die miteinander funktionieren oder halt die Adressen richtig hinterlegen bei den Stargates? Mr. Maloversi, jetzt dürfen Sie mal kurz schauen, wo Mr. Mescher ist. Support Base. Ah ja, da. Du fliegst schon auf ihn zu. Wo? Jetzt fliegt er runter. Ich sehe ihn. So. Geradeaus weiter? Ja, er fliegt jetzt in den Süden runter. Nö, er steht doch da. Wo? Jetzt ist er weg. Ach, da unten ist er. Achso, jetzt müssen wir so lang fliegen. Gut. Mr. Mescher, wir kommen. Außer wenn wir uns entdecken, dann bauen wir das ab. Muss ich aber noch ein Stück tiefer. Sadium. Kobalt, Eisen. Nee. Wo? Da hinten, wo Mescher ist. Ah. Der Spitzbub wieder. Der weiß ja gleich, wo das große Material rumliegt. Ja. So, Sekunde. Kann ich das wieder ausschließen? Geht das? Ja, das funktioniert traumhaft. Ich hätte mich jetzt raustappen müssen, wenn man weiß, was man... Weißt du, das rechts, das sieht gefährlich aus. Oh nee, das sind Kristalle, sehr schön. Rechts, Witzbold, ich hock links im Cockpit und kann nur nach links rausgucken. Aber du hast auch keinen Fußboden mehr, oder? In Perspektive. Mhm, ganz witzig. Das holen wir uns kurz, weil das ist shit. Ohne Drohne. Das ging aber schnell. Die halten auch nichts mehr aus. Also ich bin von den Drohnen heutzutage echt enttäuscht. Früher waren es ja noch richtige kleine Pornogegner, aber jetzt voll die... Naja. Radioaktivität? Echt? Wo? Ja, hier auf dem Mond, hörst du nicht? Doch, höre ich. Ist es gefährlich für uns? Nee. Strahlungslimit 9? Ich glaube schon. Die Drohne strahlt, glaube ich.
Oder das sind die Kristalle? Nee, du bist hier in einer Atmosphären wenig, also nicht atmosphärenreichen Gegend, das ist klar, das sind die Strahlen aus dem Weltraum. Ja, aber es ist gerade kurz angestiegen, es war gerade bei 9 und dann ist es. Ja, bei es mir ist bei 9,7. Ach, wenn man sich dem Schiff nähert, geht's auf 9 runter, witzig. Das Schiff hat ein Schild. Aha. Aha. Ah, nee, guck mal, wenn du in den Schatten gehst, dann ist es bei 9 und wenn du aus dem Nee, warte mal. Ganz komisch gerade. Ach, da ist eine Tür. Ja, deswegen habe ich eingehalten. Ich bin jetzt ohne, sondern mit einem anderen Zeug da. So. Es ist Neodymium. Hallo. Hinzig merkt, dass ich nachladen müssen. Aber gucken Sie, dass wir das Mineralabbaustrahl drin haben, ne? Ne, dass wir das einfach nur zerstören, das ganze Zeug hier, du. Ja, das muss man den jungen Leuten heutzutage immer sagen. Das siehst du, ist die Farbe nicht anders dann? Doch. Ist doch, glaub, grün beim Richtig. Ebenen und so. Wir kriegen wahrscheinlich Besuch. Ich weiß nicht, ob die sich jetzt über das Dings drüber drückt. 302, ne, die bleibt fern. Okay. Achten Sie bitte auf Mrs. Drohne. Aha. Mhm. 315, 16, okay, die hat's nicht krallt. Die verzieht sich wieder. Sag mal, wo hockt denn das Zeug? Jetzt habe ich's drauf. Sehr schön. Okay, sie ist weg. Das können wir nicht gleich verarbeiten lassen. Mal schauen, wie sieht es eigentlich mit Eis aus auf dem Heimatplaneten? Ah, das hat er gefunden. Ach so. Ach, der hat uns gefunden, ja, ich weiß gerade. Kobalt, sehr schön. Vor allem finde ich schön, dass die anderen Leute die Erze auch noch entdecken können. Dann krieg ich so ein bisschen Erfahrungspunkte. Nachladen. Hallo Mr. Maloversi, hallo. Hallo. Na, wie geht's Ihnen da drüber? Was machen Sie denn heute Feines? Ha, ich brauche hier mal in der Gegend rum. Ach so. Was uns aber aufgefallen ist, das war, ich glaube, einer unserer letzten Basen, die wir hatten. Und zwar haben wir dann einen Unterwassereingang gebaut und obwohl da eigentlich kein Wasser war, an der Stelle, wo wir im Berg drin waren, hat Aha. sich alles verhalten als Wärme unter Wasser. Aha. Das war komisch. Ja, das Wasser ist ja auch wie ein viereckiger Block. Und der geht halt so ein bisschen in die Ebene rein. Was man aber machen kann, ist, das habe ich immer gemacht, ist ja meistens, aber jetzt bei Omikron geht's nicht, eine Wasserbasis gebaut. Das heißt, auf dem Grund, auf dem Bodengrund, ja. da ist nämlich dann auch die Wasserkante direkt darunter zu Ende. Glasplatten verlegt und dann unter den Glasplatten mir das ausgehöhlt und meine Basis da reingebaut. Ach so. Aber das Problem ist, das ist nur 7 Blöcke, dann geht's nach unten, dann kommt schon der Boden, oder das sollte man nicht abbauen. Okay. Baue ich jetzt überhaupt was ab, oder? Ich glaub's gerade, ja. Sehe ich zumindest. Ja, doch. Ja, das kann man sehr schlecht unterscheiden. Ist das ein, ja, was heißt Beige-Ton, eher so Dreckton halt von der Farbe. Ja, hier ist gerade alles so ein bisschen bläulich eher. Ach nee. Hättest du wieder gesoffen, oder was? Nein. Was? Raus! Nein. Mr. Mescher, hol sie den Alkoholvorrat. Der ist nicht dicht, der Junge. Ja, und das geht dann, weil dann unter dem Block, wie gesagt, kein Wasser mehr ist und okay. sich das auch nicht so verhält und du hast auch Sauerstoff. Mr. Mescher, schieße hier gerade unser Material weg, das wissen sie. Scheint den mal zu interessieren, den Spitzbub. Und nimmer mehr mit uns redet, du da. Hä? Sag ich doch. Ich höre nichts. Sprachzentrum. Aber das ist viel leiser wie früher. So. Früher hat er vielleicht Trommel für wegflogen. Na gut, das kannst du einstellen. Ja. Das nee, das Motorrad war früher so brutal laut. Das ist inzwischen angenehm. Ja, den Sound haben sie gerne, aber da haben wir echt lange rumgemacht mit denen, bis sie den richtigen Sound hatten, weil die hatten da echt Ideen. Okay. Also ich hätte ja so... Es gab noch schlimmere. Oh Gott. Und wir haben gesagt, wir finden das okay, wenn es so in die Richtung Tron geht. Es ist halt ein Sci-Fi-Game und es spielt in der Zukunft. Da muss es nicht sich anhören wie so ein Ding. Vor allen Dingen, mit was fährt's denn überhaupt? Wir wissen es ja nicht mal.
Ja. Also ich würde sagen, dass das Ding zukünftig mit Elektro fährt, da kannst du Summe reinmachen. Was ist eigentlich mit diesen Hybridzellen geworden? Die gibt's nicht mehr, ne? Ne, das wurden ja dann Fusionszellen draus. Ach so. Und Fusionszellen sind ja richtig gut. Ja, ich finde aber auch eine Sache toll, dass der Tank nur noch eine bestimmte Menge Energie auffassen kann von vornherein. Weil früher bist du herkommen, hast du einfach Fusionszellen reingeklatscht und bist mit einem Tank ewig geflogen. Jein. Also der Tank an sich ist auf die Fusionszellen ausgelegt. Also das, was er anzeigt, ist die maximale Fusionszellenanzahl. Ja, weil er nur noch Prozentzahl hat, die er aufnimmt. Ne, nee. Also. Nee, er nimmt Einheiten auch auf. Und eine Fusionszelle hat ja 300 Einheiten. Okay. Und der Tank ist so ausgelegt, wenn er 10 Fächer hat, dann hat er 3000 Einheiten Platz. Ja. Und deswegen, wenn du den voll machst mit normalen Kraftstoffzellen, ist der, glaube ich, auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob er voll angezeigt wird. Also fast voll kriegt man halt. Okay, Kenners, ist leer. Können hier raus. Mescher, kleines Schiff neu, hat zwei Konstruktoren bei uns, die können wir gleich verarbeiten. Bei Meschern Schiff, perfekt. Nee, bei uns im Schiff. Achso. Ach, der hat schon auch geschmissen, wunderbar. Links und rechts hat sie wieder als ein Konstruktor. Rein damit mit dem Scheiß. Soll ich gleich anschmeißen? Ja, bitte. So, Mr. Mescher, wo lang? Back to the home. Echt, das war's? Ja, das langt schon. Achso, warte mal. Dynium brauchst du nicht viel, ja. Jetzt können wir zumindest das Schiff weiterbauen. Achso, deswegen war der Sauerstoff leer. Auffüllen? Geht nicht. Warte hier, aber wir grillen jetzt. Ich hab Hunger. Okay. Hast du ein Schiff in der Blueprint oder baust du das so? Wir bauen. Cool. Ja, Blueprint ist immer so langweilig. Ja, ich mag das Bauen in dem normalen Modus irgendwie nicht, deswegen mag ich immer. Baue ich es immer im Kreativmodus und dann im Blueprint, weil du kannst dich drumherum bewegen und ja. Ja, gut, das stimmt allerdings. Und sammeln musst du sowieso und. Ja. Dann passt das auch. Und man kann halt leichter was löschen. Ja, gut, das stimmt. Ja, das stimmt. Da kann man ein Schiff im Weltall bauen und kommt auch mal unten drunter. Das ist doch ein bisschen geschickter. Ja, oder du baust auf dem Planeten, wenn du sagst, mir ist das Licht dann zu schwach, dann kannst du auf dem Planeten bauen, dann gibst du einen Gottmodus ein und dann kannst du dich ja auch unterm Boden bewegen. Also das ist ja wurscht, da schwebst du ja. Ah. Ich merke schon, der Mr. Maloversi hat da schon seine Erfahrungen gemacht. Du kannst ja die SI auf dem Planeten ausschalten. Ah, okay. Cool. Ja, mussten wir machen, als wir die Raumstation und alles neu gebaut hatten oder überarbeitet haben, weil wenn du dann Block rausnimmst bei der Raumstation, alles die du auf den Boden baust, dann explodiert das und dann musst du die SI rausnehmen. Cool. Explosionen. Finde ich geil. Mr. Maloversi. Koordinate bitte. Wohin geht's? Muss erst mal gucken. Wo waren die Basis? Dahinter? Ja. Ich glaube, ich fliege richtig. Ja, genau. Einfach geradeaus. Gut, wunderbar. Vielleicht ein bisschen mehr ja, Richtung Süden. Achtung, wo man schon wahrscheinlich lang fliegt, ne? Aber ansonsten sieht's so gut aus, ja. Schön mit den großen Seen hier. Ja, doch. Ist schon ein recht toller Sieht, muss ich sagen. Gefällt mir. Mhm. Nur das Prometheum natürlich wieder am anderen Ende der Galaxie gefühlt kackt. Das war die Hölle, du. Bis wir das hatten. Ihr habt den Planeten schon umrundet einmal komplett, gell? Ja. Okay, dann haben sie das Tor rausgenommen, so wie es aussieht. Welches Tor? Es gab immer auf Omikron, das war am Anfang so, als die Gates eingeführt wurden, gab es ein Stargate und das Stargate hatte eigentlich das gleiche Zeichen wie die Station. Okay. Wie diese Handelsstation. Und normalerweise, wenn man in der Nähe ist, wird es genauso aufgedeckt. Aber okay. Ich sehe es hier noch nicht. Und mit der kam man dann halt in so eine Art Dungeon. Oh. Mr. Mescher, haben Sie das gehört? Viele tote Wesen waren auf See.
die bereit sind zu sterben. Wo ist das Geld? Das findet man jetzt nicht mehr, oder was? Gibt's wahrscheinlich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, weil ich sehe es hier nirgends. Ja gut, kann aber sein. Gut, wenn es umrundet, aber wahrscheinlich noch nicht alles aufsteckt. Das kann natürlich gut sein. Das könnte auch sein, ja. Dass wir das nicht entdeckt haben. Oder dass es irgendwo in der Basis jetzt drin ist, was natürlich cool wäre. Nee, das steht so rum. Das ist eine eigene Basis immer. Achso, okay. Aber das war offen, das war wie so eine, wie soll man sagen, so ein antik bisschen gemacht. Echt, ja? Mit so umgekippten Säulen und so. So. Aber wenn man es entdeckt, hat es wie gesagt, oder hatte es immer das gleiche Symbol, aber es kann sein, dass sie auch neue Symbole eingeführt haben. Aha. Ich habe jetzt das zum Schluss nicht mehr so verfolgt. Weil es einfach zu viel Updates waren. Ja gut, verstehe ich, aber... Aber sie hatten neue Symbole eingeführt, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das dafür auch kam. Warte mal, die kann man doch, wenn man jetzt selber Symbole setzt, auch eigentlich sehen. Gute Frage. So, Neodymium hat's wieder. Eise fehlt gerade noch. Oder ist es in Produktion irgendwo? Irgendein kleines ist in Produktion. Okay, ich guck mal nach. Gut, also, aber ich muss jetzt raus. Kein Problem, bis dann. Lass uns schmecken. Ich wünsche euch allen was. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao, ciao. User disconnected from your channel. Was mich auch ein bisschen stört, wenn man aus dem Schiff aussteigt, ist jedes Mal das Chatpack wieder aus. Das nervt mir ein bisschen. Ja, das habe ich mir auch gerade so. Hä? Ich hatte es doch angehabt. Hä? Hey, was ist denn los? Was ist denn die Scheiße hier? Ah! Eigentlich war das wohl oben, also es ging eigentlich. Okay. Okay. Ja, wir haben wieder einen Fehler entdeckt. Wuhu! Was aber ich schön finden würde, wenn man noch irgendwie Zugriff auf die Pre-Alpha 1.0 hätte. Dass du mal vergleichen kannst. Ja, ja. Ich glaube, das könntest du aber besorgen von denen. Ja, da müssen wir einen Luke mal oder so schreiben, daher macht das bestimmt. Also ich weiß, dass das mal einer gezeigt hat, letztes erst. Ach so? Aber wahrscheinlich hat der seinen irgendwie, keine Ahnung, aufgrober. Das kann gut sein. Wäre sehr gut möglich. So, jetzt müssen erstmal Blöcke produziert werden, das dauert eh wieder Jahrtausende. Ah, mal 200 Blöcke, mach gleich mal 300. So, dann haben wir dich. Dann nehme ich das Schiff jetzt hier mal. Ja, ich nehme dich mit. Komm her. Dich bauen wir jetzt mal kurz um. So. Oh, so. War ein bisschen schnell unterwegs, du. Aber diese Betonmauer, das habt ihr gebaut, ne? Ja. Das ist hier, damit ihr dem Arsch ranklatscht, damit kein Ungeziefer reinkommt. Mhm. Echt cool. Sieht gut aus. Sag das doch nicht, lob den nicht noch nicht. Schon kriegt einen Höflug. Ja, hätte man besser machen können. Ja, schon besser. So, da ist der Kühlschrank, da ist das. Das ist ein Constructor-Box. Ja, ich werde das Schiff hier erstmal ein bisschen upgraden, dass wir hier ein bisschen safer sind. Aber du könntest eins machen, wenn es möglich wäre: ein bisschen auf Fleischjagd gehen und ich kümmere mich um die Tomato-Sache. Nee, aber jetzt wächst alles wieder. Also, muss nachher mal wieder an Skype gehen und kurz zum Ding schreiben, Chris, dass er Bescheid weiß. So, für das, okay. Ich muss nochmal nachschauen, mir auf jeden Fall merken, welchen Aliens man das T2-Zeug und Gedöns kriegt. Das für die Medi-Dinger? Ja. Das wächst, das ist nicht mehr ein Aliens, oder? Boah, das, ich hab gar nicht mehr aufpasst, ehrlich zu sein. Das war. Zum Schluss war es auf Omikron, waren das so eine, diese roten, komischen Pflanzen, die sich so ein bisschen bewegen. Ah. Und so aussehen wie so ein Pilz und aber in den höheren Lagen wachsen. Ja, ich habe vorhin, was heißt höhere Lage? Ich habe vorhin ein Feld gefunden, da könnte ich es ja haben. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte Tomatensamen pflanzen, genau. Raus mit euch. Rein mit euch. 4 Stück brauchen wir, das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Zack. Ja, Lösung können wir noch herstellen, ist das richtig? Ja, das Problem ist nämlich, uns ist nicht der letzte Maiskorn verreckt, den wir hatten. Oh.
Ja, jetzt müssen wir gucken, wo wir Mais herkriegen. Gedanke war dann, die Dings zu machen, die Tutorials. Dass wir dann eventuell Credits bekommen und dadurch dann uns wiederum Maiskörner kaufen können, wenn es überhaupt geht. Das ist natürlich eine Sache, die wir jetzt noch nachforschen müssen. Das wissen wir so jetzt nicht. Müsste man mal in der Handelsstation gucken, was es alles gibt, ja.